Im Gewerbegebiet bei Sonderburg sind extra große Zelte aufgebaut worden, damit Silvesterfans hier ausgiebig stöbern können. 15 Paletten mit vielen verschiedenen Feuerwerkskörpern wurden heute schon angeliefert. Jeden Tag bringt ein LKW neue Böller, Knaller und Raketen. Am ersten Verkaufstag ist es hier noch relativ ruhig, das kann sich aber schnell ändern. Von heute ab und bis zum 31. wird es ganz verrückt. Die Arbeitszeit ist von morgens um 7 bis Mitternacht, jeden Tag. Und 24. und vielleicht auch am 25. können wir etwas frei halten, aber sonst jeden Tag. Voll Power. Weil der Verkauf von Feuerwerk in Deutschland dieses Jahr wieder verboten ist, erwarten die Händler in Dänemark viele deutsche Kunden. Eine dänische Baumarktkette wirbt für ihr Angebot sogar in den sozialen Netzwerken unter der Überschrift: Wollt ihr auch einen festlichen Neujahrsabend? Wir haben alles, was ihr braucht. Auf dem Parkplatz vor diesem Baumarkt stehen viele Autos mit deutschen Kennzeichen, darunter auch viele Schleswig-Holsteiner, die offenbar die Gelegenheit nutzen wollen, sich heute an Tag 1 hier mit Feuerwerkskörpern einzudecken. Einige Kunden erzählten mir, dass vieles schon vergriffen sei, zum Beispiel Raketen oder Batterien. Laut Landeskriminalamt dürfen Feuerwerkskörper der Kategorie 2 mit CE-Kennzeichnung im Ausland gekauft werden. Der Zoll warnt vor dem Kauf illegaler Pyrotechnik. Also gerade an den Tagen vor Silvester stellen wir immer wieder die illegale Einfuhr von Feuerwerkskörpern fest, die also einen unbekannten Hersteller haben beziehungsweise die keine CE-Kennzeichnung aufweisen. Und bei illegaler Einfuhr werden diese Produkte dann sichergestellt und es wird daraus resultierend ein Strafverfahren eingeleitet. Wo dieses Jahr Raketen und Böller gezündet werden dürfen, entscheiden die Kommunen. Denn große Menschenansammlungen an beliebten Plätzen sollen verhindert werden. Um die Krankenhäuser in der Pandemie nicht mit noch mehr Verletzten zu belasten und aus Sorge vor Ansteckungen, soll dieses Jahr möglichst jeder aufs Böllern verzichten.